erhalten Berichte, dass die Orks sich formieren. Gewiss sind die jüngsten Angriffe auf die Internierungslager doch Beweis genug. Das stimmt. Die Horde ist unterwegs. Das ist absurd. Meine Nation wird nicht tatenlos zusehen, wie die Horde vor unseren Toren steht. Die Orks sind nicht unsere größte Sorge hier. Soll ich mich denn ständig wiederholen? König Terenas, beherzigt meine Warnung. Diese Pest, die die Nordländer heimsucht, könnte schlimme Folgen haben. Pest! Ihr Zauberer seid doch paranoid! Lasst uns das in Ruhe betrachten. Selbst wenn diese Pest eine Gefahr für uns wäre, was sollten wir dagegen tun? Ganz einfach. Wie gesagt, die Kirin-Tor sind schon bereit. Sie stellen die Dörfer unter strenge Quarantäne. Ich werde keine Quarantäne verhängen, ohne Beweis für eure Worte, Botschafter. Die Menschen von Lordaeron mussten genug leiden. Sie müssen nicht noch Gefangene im eigenen Land sein. Doch sind sie gefangen, guter König. Was heißt das nun wieder? Und wer seid ihr? Die Menschheit ist in Gefahr. Die Wellen der Dunkelheit tosen wieder heran. Auf der ganzen Welt herrscht Kriegsgefahr. Genug damit! Wacht! Entfernt diesen Irren! Hört her! Die Hoffnung für unser Volk liegt im Westen. Im vergessenen Land von Kalimdor! Seid ihr Taubacht, Botschafter! Ohne zu wissen, wer ihr seid, wage ich zu sagen, dies ist nicht die Zeit für brabbelnde Propheten. Unser Land befindet sich im Krieg. Aber wir entscheiden, was der beste Schutz für das Volk ist. Niemand sonst! Nun, hinfort! Ich versagte bei den Menschen schon einmal. Doch nie wieder. Ist hier keiner bereit zu helfen, dann muss ich einen anderen finden. Die Warnung ist ausgesprochen. Jetzt müssen sie etwas tun. Hätten sie auf Medivh gehört. Hätte, Fahrradkette. Kapitel 1. Verteidigung von Strahnbrat. Das Oberkommando der Allianz sah sich aufgrund der jüngsten Ork-Aufstände in Südlordaeron gezwungen, umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um die Bedrohung durch die Orks abzuwenden. Hat König Terenas zwei der besten Paladine des Landes ausgeschickt. Seinen Sohn Prinz Arthas und den legendären Uta, der spielt Computer. Lightbringer. Sie sollen die Orks ein für allemal besiegen. Okay, während Swal jetzt noch auf dem Weg ist nach Kalimdor, ja, machen wir einfach hier an der Stelle weiter. Für das Heilige gelöscht. Willkommen, Prinz Arthas. Meine Männer und ich fühlen uns durch euren Besuch geehrt. Nicht so förmlich, Uta. Arthas. Noch bin ich nicht König. Schön, euch zu sehen. Und euch, Freund. Schön, dass König Terenas euch zu unserer Hilfe geschickt hat. Mein Vater hofft immer noch, dass eure Geduld und Erfahrung auf mich abfärben. Ein Vater darf doch träumen, oder nicht? Das ist die Lage. Unsere Kundschafter haben bestätigt, dass ein Lager der Orks irgendwo hinter dem nächsten Hügel liegt. Wie ich dachte. Es kommt noch schlimmer. Sie bereiten einen Angriff auf das nahegelegene Dorf Strahnbrat vor. Unseres Wissens ist das Dorf vollkommen schutzlos. Ich muss sofort gegen das Lager der Orks vorgehen. Könnt ihr Strahnbrat auf euch allein gestellt verteidigen? Gewiss, Uta. Seid ganz unbesorgt. Gut. Wir treffen uns im Lager der Orks, wenn ihr das Dorf gerettet habt. Seid vorsichtig, Arthas. Ja. Ja, wir spielen wirklich Arthas.
der Arthas. Ich stehe für das Licht. Ja, und natürlich klicken wir auch hier erstmal jeden an. Das Licht ist meine Stärke. Ja, doof gelaufen, ne? Ich stehe für das Licht. Es ist nicht leicht, ein Prinz zu sein. Ich werde meinem Vater und meinem Königreich Ehre machen. Licht, leite meinen Weg. Licht, gib mir Kraft. Ja. Ich sollte das Kommando haben. Ich weiß, was ich tue. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Nicht. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ah, okay. Das Licht ist meine Stärke. Okay, gut. Ich glaube, so langsam wiederholt es sich. Ganz kleine Info noch dazu. Man kann halt sämtliche Charaktere, die man halt hier quasi als Helden spielt, in anderer Form halt auch nochmal in eigenen Spielen und sowas halt über so ein Altar der Stürme zum Beispiel halt herbeirufen. Ja, und dann haben sie halt eine andere Stimme, andere Lines auch, die sie absprechen. Quasi sobald wir halt einen lore-technischen Held hier spielen, hat er halt überwiegend lore-typische Phrasen auch, die er von sich gibt. Wenn wir jetzt hier beispielsweise den Paladin beschwören fürs normale Spiel, dann hat er auch irgendwelche, ich sag mal, witzigen Phrasen auch noch drauf. Jetzt reden wir nochmal den Soldaten hier. Ja, ich brauche, keine Ahnung, Fame, Awesomeness und Gedöns. Befehle? Sag das Zauberwort. Bitte? Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Mhm. Schwert schnappen, Horde kappen. Ja. Onkel Lothar braucht dich. Ja, mindestens. Es ist nur eine Fleischwunde. Ja, mein Lenzherr. Ja, so sind Soldaten. Sieht etwa Gefahr? Ja, und Arthas ist halt der Milchbubi, den sowieso keiner leiden kann. Wir gucken mal einmal ganz kurz die Quests an. Was haben wir denn? Nach Strahlenbad reisen und Arthas muss überleben. Und es gibt zwei optionale Quests, die wir wahrscheinlich dann halt so nach und nach vielleicht entdecken werden. Vielleicht auch nicht, je nachdem, wie gut ich mich hier, ne, zurechtfinde und sowas. Da haben wir einen Dorfbewohner. Können wir den töten? Tatsächlich. Sein gegrüßt, Freund. Tot. Für die Ehre. Gute Idee. Ich frage ja nur, ne? Also. Natürlich. Guten Tag. Für die Ehre. Seid gegrüßt, mein Lord. Aha. Jetzt wird gerichtet. Boah, einfach mal weil ich's kann. Ein solider Plan. Die ist irgendwie komisch farbig. Für die Ehre. Hallo. Hallo? Maria. Nee, das kann ja nichts Gutes heißen. Ja. Gucken wir mal hier unten lang, was hier ist. Also, wir gucken uns einfach mal ein bisschen um, weil, wie gesagt, es gibt halt hier und dort auch optionale Quests, die einfach erscheinen, wenn wir dann halt erst irgendwie einen bestimmten Punkt in der Karte erreichen oder so. Natürlich. Hier, der hier hat zum Beispiel eine Quest, guten Tag. Wir werden für Lauderon kämpfen. Zu den Schwertern. Yay. Eine Verbeugung ist nicht nötig. War das jetzt eine Quest? Nee. Das war aber auf jeden Fall ein Zusatzgedöns. Ein solider Plan. Einfach nur mal, weil wir hier guten Tag gesagt haben. Hallo. Bitte, ihr seid meine einzige Hoffnung. Ein Trupp Knolle hat meinen kleinen Sohn geführt und in den Wald in ihr Versteck gebracht. Bitte, bringt ihn mir gesund zurück. Okay. Solider Plan. Wird mir sogar angezeigt, wo das ist. Das finde ich aber nett. Gehen wir doch mal hin, töten ein paar Knolle und ja, mal gucken. Und natürlich sagt auch Arthas hier ständig, für die Ehre. Solider Plan. Hilfe, bitte helft mir, ich bin im Käfig gefangen. Okay, dann können wir wieder gehen, natürlich. Ciao. Mensch, kleiner Timmy, mach doch nicht so was. Also wirklich. Ach ja, ach ja. So, dann können wir hier erstmal einen Heiltrank aufsammeln. Natürlich. Mensch, kleiner Timmy, das hättest du auch locker alleine bewältigen können, oder? Die da wäre. Achso, Ring des Schutzes haben wir gekriegt. Da. Okay. Das ist doch mal nicht so verkehrt. Und warum kommt jetzt die Mutter hier hinterher? Ein solider Plan. Naja, egal. So, das war optionale Quest Nummer 1. Ein solider Plan. Und ja, es wird auch wieder Basenaufbau-Missionen geben. Es kommt halt alles. Naja, sie haben halt hier eine sehr gute Mischung eigentlich gemacht zwischen Basenaufbau und auch so anderes Gedöns, ne? Halt mit Helden und Trüppchen hier irgendwo durch die Gegend ziehen. Haben sie ja in StarCraft 1 auch gemacht noch. Für die Ehre. Nicht ganz so extrem wie hier, aber ne? Geht schon. StarCraft 2 war da ein bisschen mehr. Was? Hallo? Eigentum. Aha. Pah, wir plündern sie aus, wie alle anderen auch. Ja, dann töte ich euch mal, ne?
Nebenbei heile ich hier mal so einen Soldaten. Das wird mich meinen Hof kosten. Oh nein. Bitte holt es aus ihrem Lager zurück. Bin dabei. Das wird uns sehr viel bedeuten. Bin dabei. Na, also da gibt's Quests in Strategiespielen. So weit ist es schon gekommen. Ein solider Plan. Ja. Aber das macht halt auch so das Spiel so ein bisschen besonders. Ich meine, StarCraft 2 hat es dann halt auch nochmal weiter ausgeführt. Dieses grundsätzliche Prinzip mit, ja, ne, hier ist die Map, hier machen wir dir noch optionale Ziele rein und hast du nicht gesehen. Das ist schon nett gemacht, wirklich. Muss man wirklich sagen. Ich bin ein bisschen verliebt in dieses Spiel. Ähnlich wie in WoW. Aber, ne? So in den vergangenen Jahren habe ich es dann doch ein bisschen zu wenig gespielt. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil auch der Online-Bereich nicht so sehr mehr bereit ist, immer wieder zu spielen. Es ist halt auch so eine halbe Qual, überhaupt irgendwie erstmal einen Server aufzubauen, der dann halt auch gesehen wird. Mal klappt es, mal nicht. Ja? Sonst kommt man nicht mit irgendwelchen Router-Konfigurationen. Das ist alles richtig, aber trotzdem hast dann halt... Vielen Dank für eure Hilfe. Bitte, nehmt dies hier. Ja. Wir haben ein Buch gekriegt. Trotzdem gibt es halt Situationen, dass halt dann einen Server baust oder aufstellst und der wird halt nicht gesehen. Einfach mal weil. Natürlich. Obwohl alles korrekt eingestellt ist. Ja. Hallo? Ach, da haben wir die Orks. Ja, verdammt. Der Angriff hat schon begonnen. Ja. Zu den Waffen, Brüder. Bin dabei, bin dabei. Ja, und das finde ich halt ein bisschen schade. Ich hoffe, wenn sie dann irgendwann die Einbindung ins Battle.net richtig machen, dass dass der Online-Markt quasi auch ein bisschen mehr davon lebt. Also überwiegend hast du auch wirklich heutzutage nur ewige Custom-Maps. Weißt du, sind zwar mal nett, aber überwiegend will ich persönlich halt eher einfach nur ganz normal Warcraft 3 spielen, so wie es ist. Und solche Maps findest du sowieso eher selten. Wirklich. Und das finde ich halt auch noch ein bisschen schade. Ja, wir nehmen mal die Aura, die gibt uns mehr Rüstung. Ja, wir haben eine Aura, wenn weitere Einheiten in der Nähe sind von ihm, dann sind die ja auch nochmal so ein bisschen mit so einem blauen Kranz drumherum unterlegt. Wenn ich jetzt mit dem hier ein bisschen weiter weggehe, so weit halt wie die Aura halt geht, geht richtig. Relativ weit. Schon unterwegs. Sehr, sehr weit. So, bis hierhin ungefähr. Das ist sehr weit. Ja, dann profitiert halt nicht mehr von Aura. Gehe ich halt hier jetzt wieder rein, hatte die Aura. Und kriegt halt eine Rüstung mehr. Das ist okay. Ne? Und das kann in so einem Kampfgetümmel schon mal hilfreich sein, wenn du ewig einen Auran hast oder sowas. Ja, ja. Ja, dann mach doch mal mit deinem Licht hier irgendwie ein Heile. Ich meine nur. Stunden später. Ist halt Paladin, macht keinen Schaden, ne? Kennt man ja. Natürlich. So. Dann wollen wir mal. Irgendwie. Vielleicht. Eventuell. Bob's Guns. Ja. Können wir das kaputt hauen? Ziel ist unverwundbar, schade. Okay. Ja. Ein solider Plan. Ach, aber die können das, ja? Die können das wieder. Finde ich ja nett. Ja. Einmal hier. Damit uns die Soldaten hier nicht umkippen. Muss ja nicht sein. Wie viel kostet denn eine hier? 65? Ja, Halleluja. Ein solider Plan. Für die Ehre. Ein solider Plan. Ja, ja. Solider Plan. Für die Ehre. Ja, bei Gelegenheit. Schafft diese elenden Kreaturen mit den anderen fort. Bringt sie raus. Ja, sie sind raus. Raus sind sie. Natürlich. Töten wir mal erstmal den Anführer hier.